beobachte die südliche Verteidigung. Überführung ist durch einen Checkpoint gesperrt. Zwei Geschütze sichern die Zugänge im Süden, Osten und Westen. Beobachtungstürme. Sie haben jede Menge Leute innen und außen. Sagen Sie Benitez, dass wir nicht reinkommen. Zumindest nicht auf diesem Weg. Reden wir über die Grand Central. Das LMB hat sich da eingenistet und kontrolliert die Umgebung. Schwer bemannte Kontrollpunkte, Geschützstellung, der Bahnhof ist eine verdammte Festung. Er stellt eine wichtige Basis für Sie dar und wird gut mit Truppen und Munition versorgt, die durch die U-Bahn-Tunnel herangeschafft werden. Ein kleines Team, das durch die U-Bahn geht, also Sie, könnte von unten eindringen und dann von innen zuschlagen und die Geschütze ausschalten, bevor die überhaupt mitbekommen, was los ist. Und sobald Sie das tun, stürmen wir mit allen verfügbaren Kräften rein. Wir können dem Last Man Battalion echt wehtun, wenn Sie alles richtig machen. Vergessen Sie nicht, sich mal auszuprobieren. Warnung! Verlassen des sicheren Bereichs! Der Kontrollraum ist etwa 500 Meter weiter an der östlichen Seite. Wenn Sie die Geschütze abschalten, wird der Großangriff beginnen. Gute Jagd. Agent, ich habe einen meiner Leute abgestellt, um Sie durch den Tunnel zu führen. Wenn Sie drin sind, schalten Sie die Geschütze aus und machen so den Weg für den Angriff frei. Alles, was danach kommt, hängt von Ihnen ab. Titan, ihr Viper One, kommen! Ich höre Viper. Melde Gewehrfeuer im Bahnhof über uns. Viper 2 antwortet nicht. Position halten, Viper One. Wir schicken Verstärkung. Halten Sie die Stellung, Sergeant. Thank you.
Empfange Funkmeldung. Titan, hier ist Viper 3. Wir haben Feindkontakt am südlichen Munitionslager. Ich greife jetzt an. Ein neuer Agent tritt ihrem Team bei. Ein Agent verlässt ihr Team. Stelle auf GTS-Funkverkehr um. Unter schwerem Beschuss. Das LMB hat er. Shit! Was zum Teufel war das? In Deckung! Alle Mann in! Agent, im Kreuzfeuer ist eine Gasleitung hochgegangen. Wir haben keine Zeit mehr. Schalten Sie sofort diese Geschütze aus. Geschütz 3 wird langsam etwas heiß, aber ist noch alles gut. Gibt es Neuigkeiten aus dem Tunnel? Wir glauben, es war eine Gasleitung. Das Feuer ist unter Kontrolle. Was ist mit dem zweiten Angriff? Vermutlich von der Explosion ausgeschaltet, Team Viper auch. Hat es jemand zurückgeschossen? Negativ. Riley ist unterwegs, um nachzusehen. Zugriff auf Abwehrsystem. Zugriff erfolgt. Schalte automatische Geschütze aus. Geschafft, die Geschütze sind erledigt. Schlagen Sie sich zu unseren Truppen durch und machen Sie den Sack zu. Alarm. Empfange Funkmeldung. Grand Central unter schwerem Beschuss. Die Geschütze sind ausgeschaltet. Wir sind in der Unterzahl. Herr, bitte schnelle Unterstützung. Halten Sie durch, Soldat. Die Verstärkung ist unterwegs. Ich schieße. Ich bin verwundet, die Leitung ist.
den Sie immer mit dabei zu haben. Verstärkungen des LMB sind zu Ihnen unterwegs. Beziehen Sie Abwehrstellung und graben Sie sich ein. Achtung! Feinde im Anmarsch! Deckung suchen und eingraben! Nur einnehmen, was wir auch halten können. Verstanden? Thank you.
empfange Funkmeldung. Rückzug! Wiederhole! Rückzug! Sie sind zu gut verschanzt! LMB-Truppen in der Grand Central! Rückzug zu Kontrollpunkt Hector Alpha! Grand Central, Meldung! Sir, Sie rücken ab! Wir haben gewonnen! Ha! Mal sehen, wie Bliss das verkraftet. Gute Arbeit, Leute! Ich bin verdammt stolz auf euch! Ehrlich, ich habe Infos. Bring ihn zum Captain. Wir werden sehen. Alles klar. Los, aufstehen. Ihr bereut es nicht, ich schwöre. Hey, du da! Los, gib das her! Entdeckt, das zeigt, wie diese LMB-Bastarde vorgehen. Ist nicht schön, aber gut zu wissen, mit wem wir es zu tun haben. Sie sind ein Vorbild für uns alle. Ich wünschte, ich könnte selbst daraus. Wen haben wir denn da? Hey, hey, das ist unser Held der Stunde. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendjemand das schafft, worum wir sie gebeten haben. Das Beste ist, dank Ihnen können meine Ersthelfer dahin, wo wir sie am dringendsten brauchen. Nicht schlecht für den Staat, hm? Man lernt nie aus. Sehen Sie, alle Verbrecherbanden, mit denen wir zu tun hatten, sind auf der Flucht. Es sind noch welche da, aber es sind deutlich weniger. Das merkt man. Die Einwohner fühlen sich wieder sicher genug, um auf die Straße zu gehen. Die JTF hat Sarah geholfen, ihre Hilfszelte wieder aufzubauen. Um den ganzen Block stehen die Leute Schlange, um sich Nahrung und Medizin zu holen. Wir fangen endlich an, etwas zu verändern. Ich habe den Besitzer von meinem Feinkostgeschäft in Queens getroffen. Der denkt wirklich darüber nach, den Laden irgendwann wieder aufzumachen. Tja, wenn ich mich anstrenge, erkenne ich fast mein altes New York wieder. Wer hätte es gedacht? Okay, genug Schulterklopfen für einen Tag. Das LMB geht uns immer noch auf die Nerven. Ich habe zu tun. Das gilt auch für Sie. Also los. Hey, die sind richtig gut, Mann.